Gut, eben gleiche Frage. Wir haben ein Darlehen über 50.000 Euro bei einem Zinssatz von 6%, zufälligerweise der gleiche Zinssatz wie vorher, und einer Laufzeit von 5 Jahren muss zurückgezahlt werden. Erstelle einen Tilgungsplan, wenn man eben von Annuitätenschuld ausgeht. Machen wir wieder genau die gleichen Überschriften, Zeitpunkt, Zinsen, Annuität, Tilgung und Restschuld. Die Zeitpunkte sind 0, 1, 2, 3, 4, 5, weil wir eben 5 Jahre Laufzeit haben. Und beginnen dann mal mit einer Schuld von 50.000 Euro. Zum Zeitpunkt 0 haben wir 50.000 Euro Restschuld. Die sollen eine Annuitätenschuld machen. Da muss man sich nur merken, jetzt muss in der Annuitätenspalte immer das Gleiche stehen. Ja, ich muss mal ausrechnen, was zahle ich denn immer zurück, jedes Jahr, damit sich das genau mit 50.000 Euro wieder ausgeht. Damit der Zinseffekt da abgegolten ist, das heißt, das müssen wir uns überlegen. Das ist nichts anderes als ein Rentenrechnungsbeispiel. Ich versuche es nochmal kurz aufzuzeichnen, damit es klar ist, warum das nichts anderes ist wie ein Rentenrechnungsbeispiel. Ich hätte gern in 5 Jahren, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 50.000 Euro zurückgezahlt über regelmäßige Raten. Rate, 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 Rate. Das ist die Annuität. Vielleicht werden wir eh sehen, bei der Excel-Formel steht sogar das Wort Annuität ja schon drinnen. Was haben wir da? Wir haben einen Barwert gegeben und sollen die Rate ausrechnen. Das ist eigentlich nichts anderes als eine regelmäßige Zahlung. Das schreibe ich da gleich rein. Die regelmäßige Zahlung gibt die konstante Zahlung einer Annuität. Da steht das Wort sogar schon drinnen. Wo ich wieder die bestimmten Parameter eingeben muss. Der Zinssatz ist 6%. Zahlungszeiträume, ich möchte es in 5 Jahren zurückzahlen. Der Barwert ist genau die 50.000. Ich schreibe hier ein Minus davor. Zukünftig wäre es soll 0 herauskommen und Fälligkeit der Periode ist, nachdem wir jetzt immer mit Tilgungsplänen arbeiten, am Ende der Periode, also könnte ja jetzt einfach ein Nuller hinschreiben oder es freilassen. Wenn ich ein Minus vorher hinschreibe, vor der Restschuld, vor dem Barwert oder vor RMZ, dann kriege ich gleich die richtige Annuität heraus. Und das ziehe ich mir jetzt gleich runter. Bei der Annuitätenschuld bedeutet es, alle Annuitäten sollen jedes Jahr gleich sein. Um die 50.000 Euro innerhalb von 5 Jahren zurückzahlen zu können, bei einem Zinssatz von 6%, muss ich pro Jahr 11.869, 82 Euro zurückzahlen. Warum mehr als 10.000? Ja, wieder Zinseszinseffekt. Ja, wir haben 6% Zinsen. Deswegen logischerweise mehr als einfach nur die 50.000 durch 5. Gut. Schauen wir uns die anderen zwei Spalten, anderen drei Spalten an, die man da ausfüllen soll. Zinsen ist noch relativ einfach. Im ersten Jahr brauche ich einfach von den 50.000 die 6% Zinsen ausrechnen. Bedeutet, 3.000 Euro machen Zinsen aus von die 50.000 und jetzt wieder die gleiche Überlegung wie vorhin. Wir zahlen der Bank 11.869 Euro, 3.000 gingen für die Zinsen drauf, das heißt der Rest, also die Differenz zwischen Annuität und Zinsen nennt man dann Tilgung. Die 8.861 Euro kommen wirklich weg von meiner Restschuld, also die subt da hier jetzt Restschuld weniger Tilgung und wir haben den Schuldenstand am Ende des ersten Jahres. Das Entscheidende ist da ganz einfach, ich habe jetzt da die Annuität jedes Jahr gleich lassen. Die Annuität spaltet sich immer auf die Zinsen und auf die Tilgung oder umgekehrt gesprochen, die Tilgung gibt sie von Annuität weniger die Zinsen.
Und jetzt machen wir das Ganze weiter. Wir sind schon fast fertig, wenn wir das mit Excel machen. Im nächsten Jahr Zinsen sind natürlich ein bisschen weniger als 3.000 Euro, weil wir jetzt nur mehr von 41.000 Euro die 6% berechnen. Somit, wenn wir wieder 11.000 Euro zurückzahlen, ist unsere Tilgung ein bisschen höher. Dann haben wir die Annuitätenschuld, bleibt die Annuität gleich. Die Tilgung wird immer ein bisschen höher. Und somit kann ich von den 41.000 ein bisschen mehr schon zurückzahlen, nämlich 1.400, und meine Restschuld schrumpft dementsprechend. Und jetzt mache ich das Ganze gleich schnell. Das heißt, ich ziehe das bis ins fünfte Jahr runter, auf allen Spalten, und wenn wir ganz richtig gerechnet haben, kommt logischerweise zum Schluss Restschuld 0 heraus. Muss ja auch so sein, wir wollen innerhalb von 5 Jahren unsere Schuld immer auf 0 verringern, durch das, dass wir ja vorher mit den regelmäßigen Zahlungen ausgerechnet haben, ja, dann muss ich 11.000 Euro zurückzahlen, damit ich eben Zinsen und Tilgung zurückzahlen kann, sodass Restschuld 0 ergibt.